Dabei sind noch Tim und Knich. Und wir haben hier Ultramar-Häckseln mit tatsächlich diesmal wieder Deutschgeräten. Komisch, hatten wir heute noch nicht, ne? Topliner. Let's go. Anfang Mai haben wir euch Stefan Fischer mit seinem top restaurierten Deutz 130-06 Spezial vorgestellt. Das Video hat hohe Wogen geschlagen. Herzlichen Dank für die zahlreichen Aufrufe, Likes und Kommentare. Ah, richtig schön am Qualmen, das Ding. Waren wir erneut zu Besuch. Fast wie man schon der. Die Arbeitsschuhe hat er auch an. Hast du gesehen? Stefan hatte noch mehr interessante Technik. Er hat die Arbeitsschlappen mit Stahlkappe. Ja, so Birkenstock mit Stahlkappe. Ja. Er kennt es mir von dem letzten Video vom Leitner Christian, wo er meinen 136 so schön zur Darstellung gebracht hat. Boah, der ist aber auch schön, ne? Heute ist Samstag, am Donnerstag haben wir gemerkt. Der Auspuff ist aber nicht original und die Bereifung auch nicht. Der Motor auch nicht. Mein Fahrhäcksler SFH 4010 ausbeckelt und da häckseln wir daheim für unsere Landwirtschaft über unseren ersten Schnitt. Der Betrieb liegt am Ortsrand in der Gemeinde Edling, in der Nähe von Wasserburg am Inn. Kurz nach 8 Uhr startet die Erntekolonne. Mensch, der muss doch mal Scheiben putzen. Jedenfalls für das Video. Aran, hängst du dich jetzt auf? Stefan lenkt den Fahrhäcksler. Seine beiden Brüder fahren die Kippergespanne. Markus mit dem 130-06 Spezial, den er schon aus dem ersten Video kennt. Also Josef sitzt schenieke auf seinem eigenen 100-06 Spezial. Also das sind Deutz-Fans, ne? Das kann man schon mal so sagen. Im Konvoi fahren die Fischerbrüder zum Feld. Guck dir die Vorderreifen an. Die sind schon richtig schnieke, ne? Muss man schon sagen. Weißt du, was da... Wenn man den Fahrer SFH 4010 bei der Arbeit beobachtet, würde man nicht glauben, dass er schon 40 Jahre auf dem Buckel hat. Wobei, die Traktoren sind mir zu neu. Gebraucht, gekauft. Also der über zumindest. Findest du? Ja, ich mag halt Oldtimer. Das ist ein Klar, Oldtimer. Das, ja, aber... Hier, sowas. Ja, das macht nur die Kabine, ne? Ja, ich glaube, ohne die Kabine wird es anders aussehen. Habe ich schon häufiger. Ja, obwohl, er sieht ja schon recht. Ne? Er ist mal ein Oldtimer, aber sieht gefühlt Youngtimer-mäßig aus. Weißt du, was ich meine? Also, ich mag lieber. Warte, jetzt. Ich habe mir das Buch. Jetzt holt er sein Büchlein raus. Ich habe mir das Buch doch nicht umsonst geholt. Hier, sowas. Warte, wo war der Älteste? Wo war der Älteste? Nein, das sind nicht die Ältesten. Das sind die ich kleinen Kniebel hier. Ich muss auch irgendwo noch ein Oldtimer-Buch haben. Richtig geil, das Buch. Kann ich nur jedem empfehlen. Das war der F2L514, der Knubbel. Und den F1L514 habe ich auch noch. Der ist hier oben. Sowas finde ich geil. Aber gut, ist Geschmackssache. Ich sage ja nur, ist mir zu jung. Ach, Marco Braum. So. Ich weiß der gelernte Landmaschinenmechanikermeister genau Bescheid. Also das ist ein Fahrhäcksler. Das Fahrgestell ist 1 zu 1 baugleich mit einem Mengele-Häcksler. Die blauen, wie man so schön kennt. Das ist ein 79er Baujahr. Es gibt, was ich weiß, drei Generationen oder drei Typen. Das ist die zweite. Es gibt einen älteren und einen neuen. Der hat einen Deutz V10 drauf, 413er. Ich glaube 14,1 Liter Hubraum. Ungefähr 265 PS, was der angegeben ist, je nachdem. Oha, V10. Und wird eingestellt. Das ist jetzt leider ein Saugmotor, also der hat noch keinen Föhn drauf. So wie der Häcksler, ich habe da ein bisschen noch recherchiert. Also kein Turbo. Der baut in Gottmerding am Bodensee unten, hat aber einen Lauinger Typenschüttel, der ist ein Versuch in Lauingen gelaufen. Der hat eine Hubhöhenanzeige vom Fahrmeter. Ist der dir alt genug? Was, der Häcksler? Der, beide. Also ich hätte gerne das Video von dem 1300. Ja, also der ja ist mir alt genug. Nur jetzt kommt's wieder. Ich hätte gerne, also ich für mich persönlich, ich will mir auch mal einen Oldtimer-Traktor holen, einfach zum Rumfahren und einen Freund mit einem Freund ein bisschen Holz im Wald machen. Ich hätte lieber was Kleineres. Mhm. Aber für den Wald generell ist. Ich bin letztens, sind wir da mit dem alten Deutz rumgefahren und teilweise kommst du da mit, wenn du so
sonnebreite Spur hast und solche breiten Reifen, wärst du da gar nicht reingekommen. Aber also, gut. Ich sag mal, mein Vater und ich waren ja jahrelang auch noch Holz machen, bis vor 3 Jahren. Wir sind immer mit 69 Zähnen und Frontlader rein. Also 190 okay. PS und dann Attacke gib ihn. Da war er auch wirklich so Baumfeld und den ganzen Baum raus und dann auf Anhänger länger und dann mit Frontlader oben rauf. Ja, ich hätte gern, wie gesagt, so einen kleinen Oldtimer. Ich weiß noch nicht was. Ein Deutz wäre natürlich schön, aber ja, muss mal gucken, was dann zum guten Preis zur Verfügung ist, ne? Ja, also immer wenn wir mal bei Teamern oder so sind, dann stehe ich auch immer hinten auf dem Park, auf dem Platz und gucke dann so, was da so an alte John Deere da noch rumstehen. Und jedes Mal denke ich so, eigentlich für den Preis. Ja, bei eBay Kleinanzeigen gucke ich öfter mal. Wenn ich so wirklich auf dem Sofa mal liege und nicht weiß, was ich anfangen soll, ne? Kommt selten vor. Aber dann gucke ich schon bei eBay Kleinanzeigen hier nach Oldtimer-Schleppern. Denn spiele ich ja relativ günstig, kann man da schon ganz gute Schnapper machen, ne? Jetzt ohne Motor und so. Nein, nein, wirklich. Also ich rede jetzt nicht nur von Deutz, ich gucke bei allen Marken dann mal so. Also irgendwann, wenn ich ein eigenes Haus habe mit Garage, dann kommt da kein Auto rein, sondern Oldtimer-Schlepper. Und wenn du so lange wartest, bis Diesel verboten ist, werden die auch günstiger. Ja, das wird ja nicht passieren. Also. Zeituhr haben sie eingebaut. Das ist aber mit der Arbeitsbreite bist du natürlich auch ein bisschen unterwegs, ne? Betriebsstunden drauf, hab den gekauft im August 2013. Ja. Aber der ist schon schön. Also der Häcksler, den finde ich richtig schön. Finde die Reifen merkwürdig. Hinten Mängelgewicht dran. Was? Ja, vorne. Um die 300 Exemplare wurden von diesem Häcksler ausgeliefert. Vom baugleichen Mängele waren es deutlich mehr, allerdings in blauer Farbe. Bis auf wenige Änderungen ist die Maschine. Mängel habe ich noch nie gesehen als Fahrzeuge. Ich auch nicht. Ich gucke nochmal in mein Buch rein. Kannst ja mal einen Werbefilm dafür raussuchen. Maschine noch im Originalzustand. Es ist ja so bei dem Häcksler, es ist, wie sagt man da so schön, Originalpatina. Also hier haben wir die Felgen lackiert und das Führerhaus, was so gammelig war. Und innen drin das Wurfgebläse habe ich hergerichtet und der Kamin ist verlängert und obast worden. Auf jeden Fall schrauben die Brüder ganz gerne. Das kann man sagen. Dann Maschinenmechanikermeister, ne? Zylinder-Sound bringt sogar die Mikrofone unserer Kameras ins Schwitzen. Früher zählte dieser Häcksler zu den stärksten Landmaschinen am Markt. Heute ist er ein seltenes Liebhaberfahrzeug, das eigentlich nur noch am eigenen Betrieb zum Einsatz kommt. Trotzdem. Die Leistung kann sich immer noch sehen lassen. Seht ihr die Arbeitsschuhe, die Arbeitsschlappen? Bei diesem Einsatz. Der Wahnsinn. Limit ist der Motor damit noch nicht. Sicherheit wird groß geschrieben, ne? Timer aber nicht mehr zumuten. Ja, ich denke, dass die Leistung damals für das Bayern nicht schlecht war. Problem war das, dass viele Landwirte, was in 1970, das ist ja über 40 Jahre her, die Möglichkeit gar nicht gehabt haben, dass sie die Leistung wahrscheinlich ausnutzen haben können. Mal mit den heutigen Häcksler bei meinem Nachbarn, beim Borti. Was hat denn der damals gekostet? Das wäre mal interessant zu wissen. Ne? Das ist halt eigentlich zeitgemäß oder standardgemäß vom Durchsatz her und alles. Und die Glas, die haben echt schön vorne. Also da machen wir schon mal um. Die bauen schon auch tolle Maschinen. Und das ist halt, ich sage jetzt mal, oldschool. Das musst du mal gefahren haben und erlebt haben. Viele andere schmeißen halt die Sache weg oder vor 20 Jahren das weggeschmissen. Weil guck mal, vier Hebel läuft. Was steht auf seinem T-Shirt? I keep my guns, money and freedom. You keep the change? Oder was steht da? Ja, da müsste Change sein. Ah, okay. Aber guck mal hier, vier Hebel, ein Knopf, läuft. Mehr braucht man nicht. Ja. Aber ich glaube, also den Turm kann er, glaube ich, nicht steuern, oder? Ich glaube, der ist fest. Ja, ich glaube, der wird fest sein. Aber so, im Sommer wird es angenehm, ne? Richtig. Also, wenn es richtig heiß ist. Es ist auch immer wieder schön, wenn sowas Historisches aufgehalten wird. Und vielleicht sagen zwar beim Vogel, was mache ich mit dem alten Klumpen, aber man muss auch das Historische sehen, weil ich meine, wenn man Nein sagt, ist es zwar toll zum Fahren, aber es kann ja viel machen und viel werken. Und das Alte, der Halten, ist halt die andere Sache wieder.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ihn verstanden. Sitzt. Stefan steuert seinen Häcksler mit ja, teilweise. Kein Wunder. Schon als 16-Jähriger war er mit dem Turm des Nachbarn unterwegs. Dort hat er viel gelernt, was die richtige Einstellung und Wartung der Maschine betrifft. Mit dieser Erfahrung hat er dann letztendlich auch den Kauf seines UFOs gewagt. Und dank dieser Erfahrung liefert der Häcksler saubere Arbeit ab. Denn eines ist klar, jede Maschine ist nur so gut wie der Fahrer, der sie bedient. So das nämlich. Natürlich auch für die beiden Abfuhrgespanne, die von Stefans... Erzähl das mal den neuen Klaas-Maschinen, die komplett automatisch fahren können. Ja. Brüdern gelenkt werden. Beides Vollblut-Landtechnik-Fanaten. Alle zusammen gehören zu den Kolmbrädern, was auf Hochdeutsch so viel heißt wie Motorkolbenbrüder. Eine Gruppierung landmaschinenbegeisterter junger Leute, die alte Traktoren instand setzen, finde ich cool. Damit arbeiten. Die Vorderachse ist aber auch nicht original von dem Trecker. Infos zu den Maschinen und aktuellen Projekten findet ihr auf der zugehörigen Facebook-Seite. Wir fahren eine Runde bei Josef auf seinem Deutz 100.06 Spezial mit, der noch weitgehend im Originalzustand ist. 100 PS leistet der Sechszylindermotor. Mann, willst du wissen, dass die Achse nicht original ist? Auf den Weg zum Betrieb. Wirkt das so riesig. Ja, die so. Hast weil, du doch. Auch hinten die Kurzflügel, das sah so aus, als hätten wir. Hast du doch bei dem Eicher auch. Die ist nur so riesig, weil der Allrad hat. Du musst ich ja da die Welle. Ja. Hast du ja das Differential hast du gerade auch gesehen da vorne ja, an der Achse. Das übel. Das hast du bei den der älteren Fahrtwind schon. Und der Geruch von verbranntem Diesel wehen uns um die Ohren. Viele bewegte Teile und die Straße zum Greifen. Der Auspuff ist nicht original. Das ist noch Schlepperfahren wie früher. Ja. Boah, ist schon geil, ne? Obwohl der Sound ist ein bisschen ist zu brav. Die ganze Familie zusammen. Ja. Nach Möglichkeit wird immer am Wochenende siliert. Dann haben alle am besten Zeit. Josef kippt die Ladung vor dem Silo ab. Das Verteilen und Walzen übernimmt Vater Georg mit dem betriebseigenen Agrotron 100. Ja, guck mal, der Älteste im Bunde fährt den neuesten. Die Flächen, insgesamt 20 Hektar, wurden schon zwei Tage früher gemäht. Das okay. 20 breite Trommeln. Interessant. Kann man machen. Was so mehr weg also zum Beispiel mähen und gleichzeitig mähen und dahinter direkt wenden, oder was meinst du? Ja, allgemein die Kombination. Also das Frontmähwerk, das sieht man jetzt ja auch nicht so oft. Hast du nicht im LS letztens noch ein bisschen gemeckert, wo wir gespielt haben? Ich? Ja, wie kann man denn mähen und gleichzeitig wenden? Warst du das nicht? Markus oder Patrick? Nee, bei Markus, weil er hinten, dass er hinten die Mähwerke drin hatte und vorne den Heuwender. Nee, gar nicht. Er hatte hinten den Schwader drin und vorne den Heuwender, damit er nicht doppelt fahren muss. Ja, da habe ich gemeckert, gebe ich zu. Da hat er gemeckert. Ja. Ist halt nicht dafür gemacht, das schon. Vorne den Wender und hinten den Schwader ist ja dann auch. Das ist ja. Da braucht man nicht wenden, wenn man direkt schwadet. Macht keinen Sinn. Naja, ja, wir wollten ja Heu machen. So ist das ja nicht. Aber, Mähwerk ist eine Entwicklung von Stefans Onkel Hubert Fischer, der hier auch am Steuer sitzt. Hallo Hubert. Dazu hatte er schon. Ach so, das Mähwerk haben die selber gebaut. Damals wollte er mehr Schlagkraft. Ja, hat er gerade gesagt. Übersicht. Das Ergebnis war ein breites Mähwerk, das komplett im Frontanbau gefahren wird. Das vereinfacht das Ausmähen auf kleinen Flächen. Im Heck arbeitet ein gleich breiter Kreisel-Z-Wender, der das Gras im selben Arbeitsgang aufbereitet und verteilt. Für größere Traktoren bietet Hubert Fischer auch eine 7 Meter breite Ausführung an. Hier im Einsatz an seinem Intrak 660. Mit 150 PS, das habe ich aber noch nie gesehen. Der zweiten Intrak-Generation, die auf der DX-Baureihe basierte. Intrak. Bei diesem Systemschlepper ist die Übersicht nochmal deutlich besser, weil man direkt über der Vorderachse sitzt. Boah, das sieht irgendwie lustig aus. Für Trommelmähwerke entschieden. Diese robuste Technik liefert auch unter schwierigen Verhältnissen saubere Ergebnisse.
Überrascht waren wir vom geringen Leistungsbedarf. Denn eigentlich sagt man Trommelmähern nach, dass sie schwergängig sind. Für das 5,20 Meter breite Gerät reicht ein Traktor mit 90 PS. Oh. Für die große Ausführung empfiehlt Fischer mindestens 120 PS. Das mit Kreiselheuer schafft man bis zu 15 Stundenkilometer. Solo geht's auch schneller. Das ermöglicht Flächenleistungen zwischen 5 und 10 Hektar pro Stunde. Seit 20 Jahren baut Hubert Fischer diese Mähwerke nun in Serie. Werbung macht er dafür nicht. Die Geräte verkaufen sich durch Mundpropaganda wie von selbst. Ja, und er kann auch keine krassen Stückzahlen bauen, ne? Denke ich mal. Zusammenführung ist am Betrieb zur Erprobung im Einsatz. Als ein Ladewagen. Ein ideales Mähwerk für mehr Schlagkraft beim täglichen Grünfutter holen. Am Freitagnachmittag hat Stefan die Flächen geschwart. Ah, die Pickup war schon sehr passgenau für das Schwart. Mhm. Da war nicht viel Platz mehr, sagen wir es so. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Kannst du mal einmal kurz. Erprobung im Einsatz. Ein ideales Mähwerk ja. Für mehr Schlag. Warte, was hat er im vollständigen Satz gesagt? Hubert Fischer diese Mähwerke nun in Serie. Werbung macht er dafür nicht. Die Geräte verkaufen sich durch Mundpropaganda wie von selbst. Auch eine 3,80 Meter breite Ausführung mit Schwartzusammenführung ist am Betrieb zur Erprobung im Einsatz. Ein ideales Mähwerk für mehr Schlagkraft beim täglichen Grünfutter holen. Also das füllt den Pickup schon komplett aus, ne? Von der Breite her. Natürlich, ja. Wie sollte es auch anders sein, mit bewährter Deutz-Technik. Zusammengerät haben wir gestern mit einem Doppelseitenschwader, 7,5 Meter, was der hat. Und der 78, also im C-Allrad, wo vorne drin hängt, das ist eigentlich der von meinem Cousin. Genau, mit dem habe ich zusammengerechnet, weil das ein kompakter Bullock ist für die Arbeit. So ein 75er, das klang leicht. Das ist ein schönes Gespann, auch von den Gangabstufungen her, da kannst du schon werken. Zurück zur Häckselkolonne. Hier bringt Stefans Onkel gerade ein weiteres Gespann zum Einsatz. Einen alten Fahrtrommel-Häcksler, gezogen von einem DX-145. Extra für unsere Kameras fahren alle Maschinen zusammen eine Bahn quer übers Feld. Der sieht cool aus, ne? Oldtimer synchron häckseln. Was für ein Anblick. Der kleine Ziehhäcksler, der sieht cool aus. Im Handumdrehen so einen hatte ich auch gefüllt. Jetzt heißt es erstmal warten. Wir nutzen LS19, glaube ich, und LS17 auch. Und für einen Blick unter die Haube. So, jetzt machen wir mal Erwartungsklappe auf. Viel Platz. Hoffentlich fällt dir nichts auf den Fuß. Den oder Kopf. L413, V10 luftgekühlt, 14,1. Ja, da ist Kilogramm. Wirklich viel Platz. Wow, also das ist schon ein geiler Scheiß, sag ich jetzt einmal. wenn wir noch so weitergehen. Da ein geiler Scheiß, sag ich mal. Ich sag mal so ein V10, das ist schon. Und, Arbeitshydraulik, da hinten sitzt jetzt auf dem Motor die Kupplung drauf. Der Motor ist links eingebaut. Dann sieht man jetzt so das Wurfgebläse, das Häckselaggregat. Der hat jetzt ein 10 Meter Schrägmesser drum hier drin. Haben aber gerade 5 bestückt für Großhäckseln. Beim Maismesser sollte es halt auf 10 Stück gehen und dann haben die noch ein Vielmesser drum verbaut, aber die ist relativ selten. Der hat jetzt ein 2,10 Meter Pickup, die ist eigentlich sehr selten. Meistens sind die mit 1,60 Meter ausgeliefert worden. Da sieht man jetzt zum Beispiel meine Schnittlegenfahrwahl. Ich habe da 3 Geschwindigkeiten. Und auch mein Reversiergetriebe. Turmdrehung ist da jetzt noch ganz altmodisch, ja. Einfach mit einer Umlenkung und Hydraulikzylinder. Okay. Nicht so wie es heute typisch ist mit einem Zahnkranz. Genau, und da hinten, da sitzt die Hydrostatpumpen. Ich habe quasi einen hydrostatischen Fahrantrieb, der hat 3 Gänge, er geht maximal 28 km/h und in meinem Arbeitsgang maximal 11. So, jetzt machen wir den Deckel zu. Dann da ich sagen, dann starten wir mal und fangen wir an. So, also mal hier drin vom Führerstand einmal ein paar Sachen erklärt. Da oben habe ich mein Lüftergebläse. Ich meine, das glaubt mir jetzt keiner, aber ich kann es immer haben, das schalte ich ein. Das ist echt angenehm. Das glaubt zwar viel nicht, weil manche sind der Meinung, ein Fahrzeug ohne Klimaanlage kann man heute nicht mehr fahren. Da links vorne habe ich die Hubhöhenanzeige. Ja gut, also A ist im Motorraum sehr viel Platz und der Motor sitzt halt auch echt weit hinten, ne? Also. Ja, eben. Ja, aber generell ist im Sommer schweineheiß, ne? Aber ich habe auch jahrelang Auto ohne Klimaanlage gefahren und ich habe es auch überlebt. Also. Mhm. Wir haben immer noch einen Crafter ohne Klimaanlage, der schwarz. Ist immer schön. Ach, unser Camper, der Ducato, den ich ausgebaut habe, hat auch keine Klimaanlage.
Ist immer schön, unser schwarzer Crafter in der Sonne stehen lassen mit schwarzen Ledersitzen, also so Lederbezügen. Immer wenn du weißt ganz genau, du willst jetzt gleich nach Hause fahren und denkst, oh, ich will aber noch nicht da rein. Oh, schön im Sommer, wenn es dann heiß ist, Leder. Dann muss ich noch, setz ich mal nackt da rein. Dann Rotarsch-Pavian. Du bist verschweißt mit dem Sitz. Wenn du aussteigst, hast du das Leder am Hintern kleben. Aua. Das ist eben das von dem Versuchshäcksler. Da kann ich meinen Vorsatz reversieren. Das ist Kaminschwinger. Was? Das ist Lenkrad verstehen. Das ist Pickup auf und nieder. Fußbremse. Nur Fußbremse. Fahrantrieb, Klappen. Und das ist mein Vollgashebel. Vollgashebel. Der kann nur Vollgas, der Hebel. Das ist auch serienmäßig. Das ist auch von dem der ist serienmäßig, der Vollgashebel. Dahinter habe ich jetzt meine 3-Gang-Schaltgetriebe. Also, erster Gang ist zum Arbeitsgerät anhängen, zweiter Gang ist Arbeitsgang und dritter Gang ist für Straße zum Arbeiten. Also, da links vom Fahrzeugführersitz, da aktivieren wir jetzt das Häckselaggregat. Also, okay. Das ist jetzt also ein typischer Hydrostathebel, weil es jeder Häcksler oder naja, metrisch auch hat. Das ist einfach vorwärts, Neutralstellung und rückwärts. Das ist gut. Anti-Ico-Spray. Anti-Ico-Spray. An die Kamin schwenken, rechter Fuß an Pickup auf und nieder und rechte Hand am Fahrhebel und Klappensteuerung. Mach quasi keine Zeit mehr zum Bier trinken oder sowas. Oder. Der lebt das aber auch richtig. So, ne? Hast du gesehen, wie. Ja. Jetzt schmeißen wir das Ufer mal um und dann starten wir los. Eieiei. Und weiter geht's. Wir bleiben noch eine Weile vor Ort und machen weitere Aufnahmen. Solche Maschinen bekommt man schließlich nicht alle Tage vor die Linse. Aber der Schlepper ist schon echt schön, ne? Von wem hätte ich gerne das Video gesehen? Alte, bewährte oder... Von was? Beides von dem Trecker. Okay, also mal, ja. Der sieht schon echt schön aus, aber wie gesagt, der ist mir noch zu neu. Ich kann ja bei Agrarpictures anfragen, ob wir auch auf das Video reagieren können von dem Deutz. Beim nächsten Mal. Ja, der Deutz ist schön. Nachteile. Letztendlich bleibt es eine Frage der persönlichen Einstellung, wofür man sich entscheidet. Was bevorzugt ihr und warum? Schreibt eure Meinung. Genau, Chat, was bevorzugt ihr? Lasst ein Like kann man da, denn davon Reportage gefallen hat. Kann man denn davon leben, wenn man noch mit alten Gerätschaften und den alten, ich meine den kleinen Arbeitsbreiten arbeitet? Ja gut, ich sag mal so, Schwartbreite bleibt Schwartbreite. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Nee, ich meine jetzt nicht aufs Mähen und nicht aufs Häckseln. Allgemein. Sondern generell, allgemein, ja. Also ich sag mal, mein Vater arbeitet ja aktuell bei einem Landwirt. Ich sag mal, die Traktoren wurden immer größer, die Anbaugeräte seit 30 Jahren immer dieselben. Es sieht mittlerweile lächerlich aus und das Betrieb ist immer noch nicht pleite. Okay. Okay. Der neueste Traktor ist McCormick, ist allerdings auch schon 15 Jahre alt, 230 PS. Mein Vater nennt ihn immer nur Überraschungstrecker, weil jedes Mal, wenn du einsteigst, ist was anderes kaputt. Oh, super. Natürlich weiterhin mit neuen Videos über Land- und Forstmaschinen, spannenden Berichten aus der Praxis und aktuellen Neuvorstellungen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr keinen Beitrag mehr verpassen wollt. Ja gut, da kommt ja nichts mehr, ne? So. Abonniert deren YouTube-Kanal. Also das Video war gut. Ja, war wirklich gut. Also Videos auch. Von Agropictures sind immer sehr gut, muss man sagen. Ja, liebe Zuschauer auf YouTube, Video ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie der Tim irgendwo hier in der Endcard auftauchen wird. Und der Knich war auch dabei. Der Knich war auch da. Ich war auch Knich, da. Knich, du hast doch auch einen YouTube-Channel, oder? Ja, sowas habe ich. Also auch. Alle Leute jetzt auf Knichs YouTube-Channel ist in der Videobeschreibung, wir wollen die 1000 Abonnenten voll machen. Aber er hat halt keine Zeit mehr für YouTube. Oh, ja, hauptberuflicher Modder. Ja, aber das kann er auf YouTube Livestream dauerhaft. Das wäre mal eine Idee.